Hey Leute, was geht? Ich hoffe, es geht allen gut und euch einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für ein paar Solos. Ja. Ich habe ja, vor ein paar Wochen oder so, irgendwann im Februar, auf ein paar Solos von den NCT-Mitgliedern reagiert, nämlich von Taeyang und Ten, genau. Und da habe ich mir gedacht, ich mache dasselbe nochmal mit 17-Mitgliedern. Ich habe auch vor, das öfter für andere Gruppen zu machen, je nachdem, wenn die Solo-Lieder haben oder nicht. Also wenn ihr von Solo-Liedern wisst, von Members aus Gruppen, denen ich folge. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Heute geht es, wie gesagt, um 17. Ich weiß, dass es durchaus noch mehr Solo-Adventures gegeben hat, unter anderem von Sungkwan. Ich weiß, June hat noch ein paar, The 8 hat mehr, als wir uns jetzt heute angucken werden. Vernon hat auch noch eins oder mehrere, ich weiß nicht, ich habe ja auch sein Black Eye, sein aktuellstes, reagiert im Januar. Also ich weiß, wir haben hier noch eine kleine Grube, in die wir eintreten können. Das werde ich dann auch noch tun. Aber für heute habe ich mich für 4 Lieder entschieden. Und zwar wären das zum einen Dream von Jongan, dann Spider von Hoshi, Ruby von Wuzi und Side by Side von The 8. Wir werden uns da die chinesische Variante angucken, weil er logischerweise chinesisch ist und ich mir denke, dass er sich in der chinesischen Sprache wohler fühlt. Dazu gibt es kein Musikvideo, sondern nur so ein Performance-Video oder so. Aber damit werden wir okay sein, weil, wie gesagt, ich möchte mir halt die chinesische Version angucken. Ich bin vorbereitet, habe mein 17-Merch an, selbstverständlich, das sieht man mal wieder keiner, aber ich denke doch nach, Freunde, ich denke doch nach. Ich liebe die Jungs, um die es heute gehen wird, sehr. Jongan ist mein Bias, von daher, wir leben in Hoffnung und dann würde ich auch sagen, dass sie direkt anfangen, ne? Ich bereite mich vor und dann sehen wir uns gleich. Okay, alles vorbereitet. Ich würde sagen, wir legen los. Okay, ich habe auch hier die, also es gab zwei Versionen, es gab die koreanische Version und die japanische und ich habe mich für die koreanische entschieden, weil Jongan Koreaner ist. Ich habe ja schon gesagt, Jongan ist mein Bias, dementsprechend ich habe von Natur aus Liebe für ihn. Ob das Lied jetzt was für mich ist, ich weiß es nicht. Ich finde seine Stimme klingt super süß, aber ich weiß es nicht, es redet noch nicht so ganz mit mir. 너는 아침잠이 너무 많잖아 방 안 가득한 베이글 향기처럼 달콤해 나를 보며 웃는 널 보고 같이 웃는 내 모습에 네 모든 게 꿈이 아닐까 생각해 내 볼을 꼬집고 내 앞에 있는 널 보고 약속 Es ist auf jeden Fall süß und ich finde auch schön zu wissen, dass er halt mitcomposed hat und mitgeschrieben hat. Das gefällt mir, aber ich habe auch von vornherein eigentlich mehr oder weniger damit gerechnet, dass das nicht so meine Musik sein wird, auch weil seine Stimme zwar super süß ist, aber auch nicht eine Stimme ist, von der ich jetzt sage, wow, die haut mich komplett um. I don't know about it. 나른한 오후야 두 손을 잡고 걸어 우리 감싸는 따스한 바람 소리가 들려 가벼운 발걸음 흩날리는 꽃들 속을 둘이 같이 걷고 있어 내가 해줄게 마치 영화 속의 주인공처럼 하루하루가 깨지 않는 꿈일 거야 달콤해 Ja, nee, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist auch wieder so ein Lied, was ich in einem OST sehe. Und to be quite honest, meistens sind das Lieder, die ich mir dann privat nicht nochmal anhören würde. Ich meine, meine Meinung ändert sich oft gerne dann, je öfter ich das Lied höre. Aber dafür muss ich das Lied ja auch aktiv hören wollen. Ne, Freunde? Ja, ich weiß nicht.
같이 웃는 내 모습에 네 모든 게 꿈이 아닐까 생각해 내버리고 자꾸 내 앞에 있는 널 보고 약속해 이건 꿈이 아니라고 붉게 물드는 하늘을 바라보며 지금 이 순간을 기억해줘 catcht es mich überhaupt nicht. Ich finde auch nicht, dass es einen Killing Point hat oder irgendeinen Moment, der besonders heraussticht oder so. Ich weiß ganz genau, dass es viele Leute gibt, die so eine Art Lied mögen, aber mittlerweile kennt ihr mich gut genug, um zu wissen, dass ich nicht diese Person bin. Happy 너를 보고 있으면 수줍게 웃는 너 꿈이 아닐까 생각해 내버리고 잡고 내 앞에 있는 널 보고 약속해 우리 함께 할 시간은 Ja, nee, also ich meine, ist jetzt kein Angriff auf mich, ne Freunde. Ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen zu heulen, nur weil das Lied läuft. Na, ihr wisst das, so extrem bin ich dann doch nicht. Ja, aber es ist einfach nicht meins. Nicht meins, Freunde. So, eigentlich wollte ich nach der Altersreihenfolge gehen, was bedeuten würde, dass wir als nächstes Hoshi Spider hören. Aber to be quite honest, ich freue mich auf Spider am meisten. Also, machen wir es jetzt anders und hören uns zuerst Side by Side an, weil das ja auch kein richtiges Musikvideo hat. Und dann machen wir halt einfach die Lieder ohne Musikvideo und dann die mit. Weil, honestly, ihr wisst es, ich bin eine, die Sache, auf die sie sich am meisten freut, eher nach hinten verlegt, damit ich länger Vorfreude habe. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich bin gespannt, wie mir Side by Side gefällt. Ich hoffe gut. Ich weiß gar nicht, wie die AIDS Stimme ist. Naja, ich bin gespannt. Let's go. 想和你一起肩并肩。Sekunde. Oh, kein Untertitel. Okay, Entschuldigung. Wir versuchen es nochmal. 想和你一起肩并肩手牵手去外面的世界走一走 Okay, Punkt 1 sieht er halt einfach super aus. Ich finde, The 8 ist so ein hübscher Typ. Dann dadurch, dass ich vor kurzem auf das Muevi-Comeback reagiert habe, bin ich jetzt so voll in chinesischer Musik drin und ich bin nicht so, oh mein Gott, es ist chinesisch und nicht koreanisch. Wisst ihr, was ich meine? Was mir ab und zu mal passiert. Die Sprache gefällt mir richtig gut. Ich meine, ich denke, dass die koreanische Version nicht sehr viel anders sein wird, aber ja, das ist schon mal gut. Und es gefällt mir schon mal sehr viel besser als Dream von Jungkook. Ich finde, es klingt außergewöhnlicher. Ja, ich find's todessüß. Ich weiß nicht, ob es jetzt Potenzial hätte für ein neues absolutes Favorite-Lieblingslied, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall auch besser, wenn man es sich öfter anhört. Es gefällt mir, ich mag den Vibe super gerne. Ich finde die AIDS-Stimme super. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich meine, logischerweise kenne ich seine Stimme, weil ich Lieder von 17 kenne. Aber ich könnte die jetzt nicht herauspicken. Zumindest würde ich. Zumindest denke ich, dass ich das nicht könnte. Aber sie gefällt mir sehr, sehr gut. Do you hate me? No. Can you love me? Right? 你的出现
打乱我世界的秩序，赛跑也毫无头绪，心跳交集甜蜜，呼吸小心翼翼，就连太阳也躲进云里，感受偷偷的欢喜、yeah。Man muss auch einfach lieben, dass dieses Mädchen 7 Meter kleiner ist als The Eight. Das lieben wir, das fällt mir jetzt erst auf. Ich liebe Größenunterschiede. Yay! Baby, I'm ready for you. 想和你一起肩并肩手牵手去外面的世界看一刻走一走，应该是一个好借口，我毫无保留想给你我的所有，可在你面前话说不出口。我还留不住你，没关系，没关系，能够默默爱你我也愿意，我想牵着你就这样走下去。Wobei ich ja sagen muss, dass der Refrain hört sich ein bisschen an wie etwas, was ich kenne. Ich kann nicht pinpointen, was es ist, aber es klingt wie ein Lied, was ich kenne. Und das regt mich auf, dass es mir nicht einfällt. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass es klingt wie etwas, was es gibt.去外面的世界看一看，透透气，想在你身边陪伴你，找一个天气把我的心交给你，你会不会懂我的心意？Süß, Freunde, süß. Ja, auch gerade jetzt zum Schluss ist nochmal ganz klar geworden, wie hübsch The Eight ist. He's such a pretty guy, wow. Ja, das Lied hat mir auf jeden Fall sehr viel besser gefallen als Dream. Wandert sofort auf Spotify, selbstverständlich. Ich bin ja sehr interessiert daran, was für Solos Leute wie Joshua oder Scoops machen würden. Weil, soweit ich weiß, haben die keine. Falls es welche geben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hätte jetzt auch noch Dino angeführt, aber ich glaube, der hat welche. Ja, das hat Neugier geweckt, aber ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ob The Eights andere Solo-Projekte ebenfalls so gut sind wie das. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zu Ruby von Woozy. Ich weiß, dass das Lied auf Englisch ist, habe ich eben in meinen Nachforschungen erfahren. Ich bin gespannt, weil ich, glaube ich, Woozy noch nie Englisch sprechen habe hören. Von daher... Ich weiß nicht, wie sein Englisch ist. Ja, aber er ist ja musikalisches Mastermind hinter 17. Von daher erwarte ich honestly nur Positives, weil, wie gesagt, meine Erfahrungen mit 17-Musik sind halt überwiegend sehr positiv. Und da, wo sie dahinter steckt, kann ich mir nicht vorstellen, dass mir Ruby nicht gefällt. Ja, let's go! Wir schwulen ein bisschen zurück, aber gefällt mir gut. Die ganz dunklen Haare mit seinem ganz blassen Gesicht und dann in Rot gekleidet. Oh, ho, ho, ho. Also normalerweise ist Woozy jetzt nicht so mein Typ. Ich finde den super süß, aber ist jetzt nicht so einer, wo ich sage, wow, he's so gorgeous. Aber in dem Look, ja, ja. I keep turning red. I'm not going back. Good color me like you. My forbidden fruit. She got the ruby lips. Now my heart is taken away. I don't give up. Now my heart is come to you. I don't give up. Okay. Ganz anders, als ich erwartet hätte. Ich weiß nicht, was für Erwartungen ich hatte. Keine Ahnung. Aber es war nicht das. Ich bin
positiv überrascht. Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, dass ich nicht glaube, dass es eine Enttäuschung wird, aber die Richtung, in die es geht, gefällt mir super gut. Wie gesagt, habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Und ich meine, dieses Zebra-Outfit ist so eine Sache, aber die Haare so zurückgegelt. Oh, he is looking good. This is rare too. Baby girl, you're making. Okay, ich habe noch mal ein bisschen zurückgespult für das Fluchen, weil yeah, Freunde, ich finde, der wirkt so draufgängerig, so super von sich überzeugt, super selbstbewusst. Und nicht, dass ich den Vibe normalerweise von Wusi nicht kriege, das stimmt so nicht. Ich finde schon, dass er selbstbewusst rüberkommt. Aber auf so einem Level? Freunde, Mensch, ich bin begeistert. Calm down. Shit, this is rare too. Baby girl, you're making me a beautiful jewel. Every time I look at you, I keep turning red. I'm not going back, you're calling me like you. My forbidden fruit, she got the ruby. Okay, also ich muss sagen, ich bin ja auch parallel am Überlegen, wie ich die Lieder gleich ranke, weil ihr wisst es, ich bin eine Ranking Queen. Und eigentlich war ich die ganze Zeit der Meinung, dass ich trotzdem Side by Side von The 8 besser finde, weil ich einfach, ich präferiere halt Lieder, die halt in der asiatischen Sprache sind, wie es Japanisch oder Koreanisch oder Chinesisch, weil das halt, naja, das setzt logischerweise die Musik apart von den Sachen, die ich normalerweise höre, ne, ist klar. So, aber er gefällt mir richtig gut in Englisch. Anfangs war ich so ein bisschen, aber es gefällt mir richtig gut. Ja, kann man mal machen, Freunde. Ja, auf jeden Fall ein Erfolg, Freunde, würde ich einfach mal so sagen. I really liked it. Das war richtig, richtig gut. Ich meine, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich mit Großartigem rechne, aber ich weiß nicht, der Vibe, die Atmosphäre war komplett anders, als was ich habe kommen sehen. Und, arme Fan. Freunde, arme Fan. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Okay, dann gehen wir jetzt zu Spider von Hoshi. Ja, ich weiß, dass das Lied ebenfalls produced wurde von Wusi. Ich glaube, er hat es auch geschrieben, aber kann auch sein, dass das wer anders war oder ob es Hoshi war, weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, produced wurde es auf jeden Fall von Wusi, weil das wurde mal angesprochen während Going 17. Ja, dementsprechend erwarte ich wieder Meisterleistungen, weil ich liebe Hoshi, Freunde, I love him so much. Und oh, was ich so, also so die kleinen Ausschnitte, die ich vom Video gesehen habe, gefallen mir auch schon super und ich bin voller Freude. Ich würde sagen, wir legen los. Sekunde, Freunde, sind das automatisch erzeugte Untertitel oder? Nein, okay. Dann spulen wir nochmal zurück. I'm so sorry about it. Let's go. Girl, 눈이 부신 네 글쎄
끈을 놓게 만들어 oh yeah 말끔 침착해 하시도 굉장히 높을 수 없어 yeah. Okay, okay, mehrere Sachen. Erstmal, ich finde, Hoshi tanzt einfach so gut und auch diese Bewegungen, die er macht, und gefällt mir gut. Das Styling gefällt mir ebenfalls gut. Ist Spider nicht das Lied, zu dem Hoshi random eine Art Musikvideo drehen wollte während Going 17? Ich glaube schon. Verstehe ich. Es hat so ein... Ich verstehe, dass man dazu tanzen bzw. was extra drehen möchte. Hoshis Stimme. Ich habe das Gefühl, er macht etwas mit der Stimme, sodass sie so klingt, wie sie hier klingt. Und ich weiß nicht, ob das seine natürliche Gesangsstimme ist. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich weiß nicht, ob mir der Ton gefällt, aber wir werden sehen. So emergency, the more we are mad. Zum Himmel gehen darko. 네가 날 볼 때면, 네가 날 볼 때면. Es erinnert mich an SF9 hat es bei Kingdom gecovert. War es Move? Ich glaube, es war Move von Taemin. Daran erinnert es mich. Das komplette Sein. Also ich weiß nicht, ob es mich an das also die Originalfassung erinnert, weil die kenne ich nicht, aber es erinnert mich auf jeden Fall an den Auftritt von SF9. Ja, der ganze Feel ist ähnlich. Die Art und Weise, wie wie Hoshi das singt, ist ähnlich. Die Tanzschritte sind ähnlich. Ja, ja, ja. Stimmlich war das gerade mega, also diese höheren diese höheren Töne waren mega. Weiterhin, das Musikvideo gefällt mir super gut. Ich weiß nicht, ob das Lied necessarily was für mich ist. Das geht so in die Vene. So in die Vene Taste von Stray Kids oder auch Red Light von Stray Kids. Halt so Lieder, die ganz klar eine sexy Stimmung irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob das Lieder sind, bei denen ich mich heimig fühle. Wisst ihr, ob ich da mein Zuhause finde? Eigentlich eher nicht. Ihr wisst es, ich bin ein erfrischendes Konzept, ne? Und das könnte nicht weiter davon entfernt sein. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, aber tänzerisch ist der Wahnsinn. Ich finde, Hoshi macht das super und der sieht so gut aus. Der sieht so gut aus. Wow. Ich finde halt auch die Production Quality ist mega. Das Video an sich sieht mega aus. Das Styling ist mega. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Auch bei keinem Video, was wir bisher gesehen haben. Ich meine, klar, Dream hatte kein Video und Side by Side war ein Performance-Video. Aber sowohl bei Ruby als auch jetzt bei Spider, Quality ist auf jeden Fall gegeben. Ja, in den Nudel gehört, nachts wie Mutter geht.
Ja. Oh nö, wir sind schon wieder in einem anderen Video gelandet, ob das sein muss. Okay, ja, war auf jeden Fall gut, ne? War auf jeden Fall gut, anders als ich erwartet hatte. Ich habe halt wirklich gedacht, dass Spider der Standout-Gewinner dieses Video sein würde, weil es halt Hoshi ist und ich schon vom Feeling her dachte, dass mir Jongans Lied nicht so gefallen würde. Und Hoshi ist halt in the running to be my bias wrecker. Hat sich noch nicht entschieden. Ich bin so unschlüssig, Freunde. Aber, ja. So ein Standout war es dann für mich doch nicht, weil es einfach vom Lied an sich her nicht das ist, wozu ich tendiere. So, ein Ranking. Das Schlechteste, also Schlechteste. Das, was am ehesten nicht so meins war, war auf jeden Fall Jongans Dream. Das Beste war Ruby. Ja, und dann ist halt die Frage, Spider oder Side by Side? Ich glaube, es ist Ruby, Side by Side, dann Spider, dann Dream. Ja. Ja. Auch wenn ich mir die ersten drei auf jeden Fall nochmal anhören würde. Wie gesagt, Dream war jetzt nicht so meins. Aber an sich bin ich natürlich wieder begeistert. Ich weiß, dass ich mich auf 17 verlassen kann. Ich weiß, dass deren Musik mir eigentlich in den meisten Fällen super gut gefällt. Und dementsprechend bin ich nicht enttäuscht. Das war's. Ja, schreibt mir gerne Solos von den Jungs in die Kommentare, auf die ich reagieren soll. Schreibt mir auch Solos von anderen Jungs, von denen ihr wisst, dass ich sie kenne, in die Kommentare, damit ich darauf ebenfalls reagieren kann. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welches Lied euch hiervon am meisten gefallen hat. Das war's. Bis zum nächsten Video. Bye!